Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich gar sehr, dass du deinen Weg hier auf meinen YouTube-Kanal gefunden hast. Ja, vielen lieben Dank an alle alten und neuen Abonnenten, an all die Menschen, die hier so zahlreich aufgelaufen sind die letzten Monate. Herzlich willkommen im Club. So, ein neuer Tag, eine neue Möglichkeit, etwas Neues zu erleben. Schauen wir mal rein, was heute so angesagt ist. Wie ihr hört, ich bin immer noch nicht so richtig fit, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Und vielen Dank für die ganzen netten Anfragen, auch über das Kontaktformular. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, es wird kontinuierlich besser, aber es zerrt ganz schön an meiner Energie zurzeit. So, wir haben hier die Erbauerin, sprich mit deinen Engeln, die Gerechtigkeit und Optionen. Okay. So. Das ist das Lebensorakel der Engel. Wie findest du unterhalb des Videos alle Kartensets verlinkt? Ich bin leider nicht so strukturiert, dass ich das immer wieder alles von vorne erwähne, aber falls du ganz neu bist, ich habe unterhalb des Videos in der Videobeschreibung alles, was man so wissen können möchte, verlinkt, halt die Kartensets, meine E-Mail-Adresse und so. Genau, solche Dinge, meine Social-Media-Accounts. So, heute haben wir den Herbst, lustig, gestern hatten wir den Frühling und den Sommer, jetzt haben wir den Herbst. Dann haben wir Besinne dich auf das Wesentliche, wieder die Gemeinschaft, die wir gestern auch schon hatten. So, gucken wir mal weiter. Und dann das Gewitter und die Liebe. Die hatten wir ja auch gerade erst vor ein paar Tagen. Gut, schauen wir mal kurz rein, wieso die Energien hier sind. Also, was ich spüre, ist, dass der ein oder andere wirklich hier große Lasten mit sich trägt, weil er versucht, etwas aufzubauen und zu kreieren, was große Fülle bringen soll. Aber es ist noch nicht so greifbar, weil das Alte noch nicht losgelassen worden ist. Und das ist ja auch gar nicht immer so einfach. Man weiß auch nicht immer, was man loslassen soll aus der Vergangenheit. Einige Sachen sind nützlich, andere Sachen sind überholt inzwischen. Und vielleicht stehst du manchmal wie so ein Ochs vorm Berge und weißt nicht so genau, was brauche ich noch und was kann weg. Auch emotional gesehen, was blockiert mich und was brauche ich wirklich? Und der Rat der Karten an dieser Stelle ist, wähle das einfache Leben, indem du dich auf das Wesentliche besinnst und das Wesentliche, das Essentielle, darf für dich ganz individuell sein. Es darf das sein, was dir wirklich am Herzen liegt. Wenn du Angst und Sorgen hast und nicht weißt, wohin es gehen soll, nimm dir die Zeit, mit den Engeln oder mit Gott oder wem auch immer zu sprechen, mit deinem höheren Selbst, dass jetzt Gerechtigkeit in dein Leben reinkommen darf. Wenn du das Gefühl hast, es alleine nicht mehr zu schaffen, und es sind große Aufgaben, vor denen wir stehen. Ich bin auch eine Frau-Betrieb und ich weiß, es ist nicht immer einfach, alles alleine hinzukriegen. Dann ist es vielleicht an der Zeit, deine Fühler auszustrecken nach den richtigen Leuten, die für dich da sind, die mit dir in dieselbe Richtung schauen. Und manchmal ist es so, dass wir im Herbst unserer Zeit stecken bleiben, wenn wir nicht wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Also wenn große Umbrüche in deinem Leben sind, nach Trennungen, nach Tod, nach Arbeitsplatzverlusten oder vielleicht auch nach Fehlgeburten, all solche einschneidenden Erlebnisse, die unser Leben wirklich von heute auf morgen verändern können, da gilt es reinzuschauen, in welche Vision, in welche Version von dir selber willst du kommen? Entwickelst du dich stetig weiter? Oder hast du gerade das Gefühl, in der Luft zu schweben und versuchst vielleicht etwas auch an die Vergangenheit anzuknüpfen? Versuchst du in deinem unsicheren Zustand einfach Koordinatenpunkte zu finden? Versuchst du dich mit deinem alten Ich zu verbinden oder mit deinem Zukunfts-Ich? Wo willst du hin? Wer bist du heute? Das sind die großen Fragen, weil es geht darum, jetzt wirklich vorwärts zu kommen. Auf die eine oder andere Weise, es muss nicht direkt in der physischen Welt sein. Du musst jetzt nicht losziehen und sofort ein Haus bauen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das nicht auch spüren könnt. Es ist dieses Gefühl, das mich in die Zukunft zieht. Und ich weiß nicht, ob es dich auch in die Zukunft zieht, nur ich weiß auch nicht, wohin. Also
Ich, wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich, ich bin nicht, ich bin gerade nicht in der Lage, aus dem Feld an Möglichkeiten die richtige zu wählen, beziehungsweise, ja, ich habe mental das Gefühl, nicht die richtige Zukunftsvariante wählen zu können, weil die Zukunft so offen gestaltet ist und das ist einfach diese Zeitqualität, in der wir jetzt sind. Aber trotzdem kannst du Tag für Tag diese angestauten Energien in deinem Inneren klären. Du kannst klären, woran du noch hängst und warum du noch da festhängst, wo du vielleicht festhängst. Was auch immer es ist, es kann sein, dass dir irgendwie eine Art von Fülle fehlt. Es kann sein, dass du finanziell schlecht aufgestellt bist oder dass du in deinem Alltag Probleme hast, ihn zu bewältigen. Du brauchst vielleicht Menschen, die dir helfen, die aus Fairness heraus mit der festen Überzeugung an Gerechtigkeit und Liebenswürdigkeit dir zur Seite stehen. Menschen, die sehen, dass du bemüht bist, auch wenn es vielleicht nicht alles rund läuft in deinem Leben. Und ich glaube, wir alle brauchen jemanden, der sehen kann, dass wir stets bemüht waren. So, wenn du keinen Menschen hast in deinem Umfeld, wenn du niemanden hast, der dich anfeuert, keinen Cheerleader oder keine stabilen Partnerschaften oder Eltern, vielleicht für die etwas Jüngeren unter uns hier, wenn du niemanden hast, der dir sagt, dass du deine Sachen auf die Reihe kriegst, dann musst du es leider selber tun. Es ist so, weil du kannst es im Inneren auch nicht spüren, wenn du es einfach nicht dir selber immer und immer wieder zur Seite stehst. Und vielleicht hast du gerade ein großes Feld auch an Optionen. Die Zukunft liegt vor uns und sie reagiert auf unsere Grundschwingung. Sie reagiert darauf, wo wir im Endeffekt unsere Sehnsucht hineinlegen. Mir wird gerade gesagt, dass man sich klar werden muss darüber, wo man hin möchte. Ja, schön. Das sind so Informationen, die kann man manchmal auch in die Tonne treten. Ja, natürlich sollte man sich klar werden darüber, wo man hin möchte. Aber die Frage ist, was würde die Liebe tun? Und die Liebe ist ja nicht nur einfach. Die Liebe würde vielleicht verschiedene Sachen machen. Na, die Selbstliebe würde vielleicht das eine tun. Und die Liebe zu deinen Kindern würde vielleicht das andere tun. Oder die Liebe zu deiner Familie, deinem Elternhaus oder deinen Freunden. Das ist hier gerade eine Information, die ich jetzt einfach mal so weitergeben möchte. Es ist an der Zeit, sich zu überlegen oder sich vielleicht einfach mal mit diesem Feld an Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Welche Möglichkeiten hast du wirklich? Was ist wirklich möglich? Und einfach mal groß zu spinnen. Einfach auch ohne Reue mal diese Gedankenexperimente durchzugehen. Also als kleines Beispiel, warum ich jetzt die Reue anführe, ist folgendes. Wer es noch nicht weiß, ich bin Mutter von 4 Kindern und ich bin jetzt seit 5 Wochen nicht mit meinen Kindern zusammen, aus sehr unglücklichen Umständen, die diesem unfassbar widerwärtigen, nicht vorhandenen Immobilienmarkt in Deutschland geschuldet sind, beziehungsweise die Wohnungen sind ja nun alle voll, aus diversen Gründen seit vielen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, sodass halt für deutsche Mütter mit Kindern kein Platz mehr ist. So, also ich musste mich jetzt halt kurzfristig jetzt erstmal von meinen Kindern trennen, weil ich sie nicht in eine Obdachlosenunterkunft bringen wollte. Und sie wohnen jetzt bei ihrem Vater, das ist auch nicht weit weg, das sind nur 10 Autominuten. Aber es ist trotzdem ein harter Klops. So, es ist trotzdem schwer. Und an dieser Stelle könnte ich jetzt sagen, gut, ich mache aus Liebe alles heraus, alles, egal was, ziehe sonst wohin, gehe was für Kompromisse auch immer ein, um meine Kinder zurückzubekommen. So, es gibt aber auch die andere Möglichkeit. Es gibt ja hier auch noch diesen Menschen, diese Frau, die 12 Jahre lang jeden Tag für die Kinder da war, Tag ein, Tag aus, ohne Pause. Und die darüber krank geworden ist, die müde ist, erschöpft und aus Liebe zu mir heraus, was würde ich da tun? Was muss ich aus Liebe heraus zu mir jetzt entscheiden? Und ich kann in alle Richtungen denken, nur manchmal verwehren wir uns sozusagen diesen Korridor an Möglichkeiten, diese Bandbreite, diese Palette vielleicht an Möglichkeiten, die wir vor uns haben, weil im Endeffekt steht einem Ego-Trip meinerseits nichts im Wege.
Ich kann jetzt auch meine Koffer packen, mir irgendwen anlachen und sonst wohin fliegen in die Welt und mir ein neues Leben anfangen. Könnte ich theoretisch. Also mal ganz ehrlich, es wäre möglich. Aber das ist halt nicht das, was ich wirklich möchte. So, ich weiß allerdings auch, dass ich nicht in eine beklemmende Situation mit meinen Kindern ziehen werde, irgendwo in Hamburg, ins Hochhaus, in die Innenstadt, im 7. Stock. Hauptsache, die Wohnung ist groß genug. Das sind zum Beispiel auch, ist auch ein Kompromiss, den ich auch nicht eingehen würde, weil dann haben alle, wie es jetzt gerade ist, es besser. So. Und es gibt natürlich noch dieses ganze breite Feld an anderen Möglichkeiten, was dann noch als Palette dazwischen ist. Und bei dir kann das, wie gesagt, ein ganz anderes Thema sein, nur ich rede gerne über Dinge, mit denen ich mich jetzt gerade auch auskenne. So. Also, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass wir uns erlauben dürfen, auch mal egoistische Träume zu haben. Und zwar nur Träume und Ideen, wir müssen sie ja nicht in die Tat umsetzen. Aber zum Beispiel kann ich mir jetzt durchaus ausmalen, wie es wäre, wenn ich jetzt das bisschen, was ich hier in meinem Zimmer habe, in meinen Koffer schmeiße, zum Flughafen fahre und weg bin. Es ist eine Option und warum darf ich nicht darüber nachdenken? Das heißt nicht, dass ich alle meine Energie da reingebe. Das heißt nicht, dass ich meine ganze Sehnsucht, mein Verlangen und meinen Eifer dort hineinstecke. Aber es gibt keine Gedankenpolizei. Du kannst nichts Falsches denken. Wenn du zum Beispiel unglücklich bist in deinem Job und du kannst ihn echt nicht mehr leiden, dann steht dem nichts im Wege, dir zu überlegen, wie es wäre, diesen Saftladen zu verlassen. Oder was auch immer. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Manchmal ist es so, dass wir uns einfach nicht erlauben, echt zu sein. Echt mit uns selber. Echt auch mit unserem Ego zu sagen, ja, ich habe ein Ego und ja, ich bin jetzt mal dran und ja, jetzt bin ich mal dran. Oder jetzt mache ich das nicht mehr so, jetzt bin ich nicht mehr hilfreich für jeden und alles. Oder ich mache nicht immer Überstunden, nur weil es von mir erwartet wird. Ne? Und wenn du dir Sorgen machst und echt angefressen bist vom Leben, sagen die Karten, sprich mit deinen Engeln, sprich mit Gott, geh in die Zwiesprache und nimm dich selber ernst. Du kannst auch gerne mal Mist reden, wenn du mit dir selber redest. Du kannst auch mal so einen Rumpelstilzchenanfall kriegen und dir denken, dass einfach alles scheiße ist und du den Laden abfackelst oder was auch immer. Es ist alles legitim. Geh nicht auf dieses Spiel ein, aus dieser nur Licht- und Liebe-Blase, dass du jeden einzelnen Gedanken immer und immer und immer sorgfältig wählen musst. Weil auch das ist so ein perfektionistischer Kackscheiß, den wir nicht brauchen können. Auf dem Weg nach innen geht es darum, die Gefühle loszulassen, alte, angestaute, abgenutzte Dinge zu erkennen und diese angestauten Energien auch einfach mal rauszulassen. Und wenn es dir hilft, dich 15 Minuten lang wie ein Rohrspatz aufzuregen, dann reg dich 15 Minuten wie ein Rohrspatz auf, aber komm dann halt auch wieder zurück und schau, was du wirklich, wirklich brauchst. Spür dann wieder rein, nachdem du diese Energie losgeworden bist, was auch immer es ist, vielleicht Wut, vielleicht Trauer, vielleicht Missmut oder Verzweiflung, was auch immer, geh da einfach durch. Und dann wirst du irgendwann wissen, dass deine Lebensaufgabe unweigerlich zu dir kommen wird. Es wird hier Gerechtigkeit reinkommen und du darfst die Optionen checken. Du darfst auch was ausprobieren und es dann wieder verwerfen. Mach dir dein Leben nicht so eng. Also nur weil du mal einen Pfad eingeschlagen hast, heißt es nicht, dass du diesen Pfad bis zum bitteren Ende runtergehen musst. Du darfst abbiegen, du darfst auch mal eine Sackgasse nehmen oder einen Umweg oder einen Schlenker, wie auch immer. Du darfst lernen, alles Gute in deinem Leben erstmal dankbar zu akzeptieren und alles andere nach und nach rauszuschmeißen. Vielleicht hier auch wie so ein Skulpturenkünstler, vielleicht auch aus dem großen Stein, der dein Leben darstellt, Schritt für Schritt und Schicht für Schicht, all die Dinge abzutragen, die einfach jetzt nicht mehr dienlich sind. Ja, es ist ein Tag, wo du dir wirklich nochmal Gedanken darüber machen solltest, wie viel von deiner eigenen Energie du auch in dir selber stauchst, wie du sie in dir selbst feststauchst, weil du starre Ideen hast von dem, wie dein Leben sein sollte, wie du denken, fühlen und handeln solltest. Genau.
Genau. Ja. Versuche wirklich hinter deinen eigenen Schleier zu kommen, hinter deine eigene Fassade zu gucken. Was versteckst du vielleicht auch vor dir selber? Also viele Menschen, die in dieser Esoterik-Schiene festhängen, die hängen auch in so einem pseudo-religiösen, positiv-Gutmenschentum fest. Und ja, es ist wichtig, eine hohe Schwingung zu haben, aber du wirst diese hohe Schwingung nicht faken können. Viele Leute sind einfach falsch. Sie schauspielern sich selber bessere Laune vor, als sie haben. Sie machen sich selber heiliger, als sie eigentlich sind. Sie versuchen, moralische Standards hochzuhalten, denen sie eigentlich nicht genügen können. Und es ist jetzt nicht mehr an der Zeit, dir selber, deinem Umfeld, Gott oder den Engeln oder sonst wem vorzuspielen, wer du bist, sondern es geht darum, wirklich deinen wesentlichen Kern herauszuarbeiten. Und es wird deine Lebensaufgabe beflügeln, wenn du echt bist. Wenn du bist, wer du bist und wenn du authentisch dein Ding machst. Ja, das ist nicht immer leicht, aber es ist schaffbar. Zumindest für gegenüber sich selber halt irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo du dir in den Spiegel schauen kannst, dir selber in die Augen schauen kannst und zufrieden damit bist. Wenn du dich nicht verstellen musst, wenn du nichts zurückhältst und wenn du dich nicht verbiegst, nur um irgendwelche anderen negativen Folgen abzuwehren, zum Beispiel. Genau. So, ihr Lieben, das war's für heute auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Samstag. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich es jetzt nachher noch schaffe, eine Herzensmenschlegung zu machen. Ich mache das wirklich spontan zurzeit. Wenn meine Energie nicht gut ist, dann mache ich nichts, weil es einfach nichts nutzt. Ich arbeite hier im Hintergrund aber an einigen Projekten. Ich sitze hier relativ viel am Laptop und schreibe. Und ich hoffe, dass wir das dann irgendwann, oder dass ich euch das dann irgendwann zeigen kann und wir das dann gemeinsam angucken können. So. Aber das dauert alles noch ein bisschen. So, und dann, ja, wer mag, findet natürlich unterhalb des Videos die Möglichkeit, mich anzuschreiben. Und wir können dann auch in deine spezielle Situation gerne mal reinschauen. Bedenke bitte zurzeit immer, die Kartlegungen haben ungefähr 1 bis 2 Wochen Bearbeitungszeit. Es kann sein, dass ich tatsächlich, wenn die Legung reinkommt, wenn die Buchung reinkommt, dass ich das innerhalb von 2, 3 Tagen schaffe. Es kann aber durchaus zur Zeit auch sein, dass es 2 Wochen dauert. Ich möchte mich da nicht mehr festlegen, weil ich immer nur dann für euch arbeite und so speziell in die persönlichen Energien reingehe, wenn meine ganz persönliche Leistung einfach auch gut ist. Es bringt nichts, wenn ich völlig verrotzt und müde mit Fieber, die eine Kartenlegung mache. Davon hast du nichts, davon habe ich nichts und dann wäre ich auch nicht zufrieden mit dem Resultat. Dementsprechend, wenn du eine Kartenlegung buchst und Geduld hast, kannst du dir sicher sein, dass ich immer dann zur Verfügung stehe, wenn ich auch wirklich in einer guten Energie bin, um für dich die bestmöglichsten Resultate daraus zu ziehen. So, genau. Jetzt habe ich aber, glaube ich, alles. Vielen Dank für eure Likes, Kommentare und Spenden und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Ansonsten bis bald. Mach's gut. Ciao.